Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Episode zur FIFA 20 Karriere mit Werder Bremen. In der letzten Episode waren wir in der Hauptstadt Deutschlands unterwegs, dort waren wir in Berlin im Olympiastadion und dort wollten wir uns eigentlich ja als Ziel setzen, mit 3 Punkten aus dem Spieltag rauszugehen. Das Ganze hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten, denn Berlin hat ausgeglichen, am Ende war es dann ein 1:1 unentschieden Spiel. Wir haben also 1 Punkt aus der Partie rausgeholt, was nicht schlecht ist, denn hätten wir verloren, wäre das ganz schön blöd für uns gewesen, denn wir haben momentan schon 25 Spieltage hinter uns. Das heißt, die Saison nähert sich also wirklich immer mehr zum Ende hin. Und wir müssen uns jetzt immer mehr darum kümmern, dass wir uns oben in der Europa League, in dieser Europa League-Region, nenne ich das jetzt einfach mal, ein bisschen festigen, sodass wir unserem Ziel näher kommen, in der nächsten Saison auch weiterhin in der Europa League vertreten zu sein mit Werder Bremen. Das Ganze hat aber auch trotzdem so funktioniert. Wir haben, obwohl wir ein Unentschieden gespielt haben, haben wir trotzdem uns den 6. Platz ergattert. Denn man sieht es hier, Mönchengladbach zwar punktegleich mit uns, aber haben eine wirklich unfassbar, also wirklich unfassbar knappe Tordifferenz haben wir da miteinander. Wir haben nämlich eine 13 als Tordifferenz und Gladbach hat halt eben 12, deswegen sind wir deswegen über Gladbach und somit auf dem 6. Platz, was ja unser Ziel ist. Wie gesagt, wir wollen die Europa League in der nächsten Saison, dafür müssen wir ungefähr 5., 6. halt eben sein und ich denke mal, das haben wir ganz gut jetzt hingekriegt, indem wir halt eben auch, wenn wir gegen Hertha BSC ein Unentschieden gespielt haben, dennoch einen Punkt halt eben geholt haben. Wichtig ist es jetzt halt eben, es gibt noch 9 Spieltage zu erledigen, bis wir dann den letzten Spieltag natürlich abgeschlossen haben und bis dahin wollen wir natürlich weiterhin auch oben bleiben. Dementsprechend heißt es jetzt für uns kämpfen, anbeißen und hoffentlich uns wirklich oben festigen können. Das allerbeste Szenario wäre jetzt natürlich eigentlich, wenn wir jetzt hier gegen Leverkusen müssen, nämlich als nächstes. Die sind ja direkt über uns auf Platz 5. Das wird also heute wieder ein sehr spannendes, denke ich mal, und vor allem auch sehr wichtiges, prestigeträchtiges Spiel. Sehr starke Gegner, die Leverkusener, vor allem hier auch in unserer Saison. Und außerdem, wie gesagt, sind die halt eben ein Platz über uns. Wenn wir es schaffen, gegen Leverkusen zu gewinnen, haben wir 46 Punkte. Wir sind 3 Punkte dann vor Gladbach, beziehungsweise sogar 4 Punkte vor Frankfurt. Denn die sind momentan auf dem 8. Platz und haben auch in Anführungszeichen, ich nenne es mal, auch Chancen für die Europa League, weil die halt eben nur 1 Punkt jetzt momentan unter uns sind. Das beste Szenario wäre jetzt, wir gewinnen gegen Leverkusen, holen uns die Punkte ab und Gladbach und Frankfurt verlieren. Das Problem an der Situation ist halt eben nur, wenn wir auf der rechten Seite gucken bei Ergebnissen und Begegnungen, sehen wir, Frankfurt spielt gegen Gladbach. Das bedeutet, hier wäre dann Best-Case-Szenario dann doch eher, dass die beiden halt eben unentschieden spielen. Aber darauf müssen wir ein Auge halten. Das heißt also im Spiel, wenn wir auch in der Halbzeit und so weiter sind, müssen wir mal gucken, wie die ihr Spiel da gestalten. Frankfurt muss gegen Gladbach und die beiden wollen natürlich den 6. Platz ergattern, damit die in die Europa League reinkommen. Ja, also wie gesagt, da müssen wir halt eben drauf achten, müssen wir halt eben gucken und wir müssen gegen Leverkusen dann hoffentlich dann einen Sieg einfahren. Wir sehen es, wir spielen auch sogar tatsächlich in Bremen, das heißt also die Bremer Fans haben wir bei uns im Rücken. Das spricht ja schon mal für die Partie. Ich würde aber sagen, bevor wir irgendwie was sprechen lassen für die Partie oder sowas, sprechen wir erstmal vor der Partie mit irgendwelchen Reportern, Interview-Journalisten, bla bla bla, solche Leute halt eben. Auf dem Papier sind Bayer 04 Leverkusen und Werder Bremen ziemlich ebenbürtig. Guck mal, wie werden sie dieses Spiel angehen? Wir müssen ein gutes Spiel, wir dürfen nicht unterschätzen. Ne, wir müssen ein gutes Spiel zeigen, das trifft sich schon ganz gut. Die Jungs müssen sich im nächsten Spiel darauf konzentrieren, ihre Bestleistung abzurufen und zwar ohne Siegesdruck. Ja gut, oh, Siegesdruck muss schon da sein, die wollen ja gewinnen. Kurz vor dem Ende der Bundesliga-Saison sieht es so aus, als könnten sie sich aus der unteren Tabellenhälfte raushalten. Sind sie stark genug, um es zu schaffen? Hallo, ich bin Werder Bremen. Wir müssen konzentriert bleiben, wir kämpfen bis zum Schluss. Der Druck ist für uns kein Problem, hallo? Ich habe ein super Team, wir haben Stärken in sämtlichen Mannschaftsbereichen und der Teamgeist ist überragend. Meine Jungs werden bis zum Ende Druck machen. Absolut, in der gesamten Liga natürlich. Gewinnen sie diesmal. Was heißt denn jetzt, gewinnen sie diesmal? Haben wir das letzte Mal verloren gegen Leverkusen? Ich habe das jetzt gar nicht mehr so groß vor Augen. Wahrscheinlich können wir das gleich nochmal in irgendeinem Newsartikel oder sowas nachlesen. Ich würde sagen, wir haben also verloren. Oder unentschieden Spiel kann natürlich auch sein. Wir gewinnen das Ding. Natürlich, Bayer 04 Leverkusen hat im letzten Spiel Glück, dass es am Ende ein Remis wurde. Ah, unentschieden. Aber jetzt werden wir ihnen zeigen, was Sache ist. Ja, so würde das auch jemand, der halt eben wie so ein Mafia-Boss halt eben auch ist, dann auch eben ansprechen. Ja, man sieht es nochmal, Hertha BSC verhindert Capino-Sieg. Ja, leider nochmal an der Stelle. Capino hat auch ein starkes Spiel gehabt gegen Hertha BSC Berlin. Aber das wollte am Ende halt einfach nicht sein. Irgendwann wurde das Teil halt eben eingenetzt. Ja, wie dem auch sei, Mannschaft will ich auch gar nicht erstmal reingucken. Das machen wir jetzt einfach mal, wenn ich jetzt hier eben drauf weiterklicke. Und ich würde jetzt auch weiterklicken. Wir gehen in den Spieltag rein, Leute. Wir gehen rein, Alge. Ja, um diesen Meme auch mal hier mit reinzuwerfen und so weiter. Ist ja momentan wieder mal ein heiß diskutiertes Meme und so. Dann musst du das halt eben auch mal rauswerfen. Ich mache schon mal direkt hier auf Weltklasse. Und jetzt heißt es, also alle sind zwar fit,
Wir haben auch keine, oder? Haben wir jetzt, warte mal, das muss ich nochmal nachschauen, bevor ich jetzt irgendwas falsch mache. Haben wir irgendwelche wichtigen Spiele? Ich glaube, Pokalspiel ist jetzt noch gar nicht, oder? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Nee, als nächstes geht es gegen Frankfurt in knapp einer Woche. Dann gibt es anscheinend lange Pause. Dann, oh, Gladbach, Schalke, Wolfsburg und dann geht erst Pokal wieder. Halbfinale gegen Dortmund. Eieieiei, Halbfinale gegen Dortmund, das kann ja was werden. Das heißt also, wir können sogar beruhigt mit der besten Mannschaft gegen Leverkusen antreten. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, ich brauche mir da keine großen Sorgen machen. Hoffe ich zumindest. Also nicht, dass sich da irgendjemand jetzt noch verletzt oder sowas. Das wäre natürlich extrem schade. Und dann werden wir im nächsten Spieltag dann vielleicht den 1, 2 oder so mal aussortieren müssen oder rotieren müssen, weil der dann vielleicht oder der vielleicht mal ein bisschen angeknackst sein wird nach dem Spiel jetzt. Ich packe mal Füllkrug rein für Pizarro. Pizarro brauche ich nicht unbedingt mitnehmen. Ich will Nelson aber gerne eigentlich mithaben. Da ist natürlich die Frage, wenn ich Eggestein rauswerfe, wird der wieder ziemlich unzufrieden sein. Cuisance und Rex ist halt so eine Sache. Ich lasse den mal draußen tatsächlich. Ich lasse den mal draußen. Szymanski lasse ich auch mal draußen. Und dann gehen wir einfach so direkt sogar, würde ich sagen, in den Spieltag, würde ich sogar vorschlagen. Ja, ich würde sogar vorschlagen, wir gehen einfach so direkt in den Spieltag rein. Weltklasse, es regnet, wie wir es sehen können. Uiui, das kann ja was werden. Ich glaube, deren Torjäger ist ja dieser Josef Martinez, den wir uns ja auch als Stürmer kaufen wollten. Da kam uns Leverkusen ja so ein bisschen zuvor. Oder die haben, bevor wir uns überhaupt die Gedanken machen konnten, ihn zu verpflichten, hat Leverkusen den ja schon verpflichtet. Dementsprechend mal schauen, wie er sich da schlagen wird. Ich habe schon gesehen gehabt, ich habe nämlich, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, so ein bisschen in den Statistiken nachgeschaut, ein bisschen in den Statistiken rumgebohrt und habe so geschaut, ja, was geht denn eigentlich bei den anderen Vereinen, wie ist denn das in der Bundesliga momentan, auch DFB-Pokal und so. Und da habe ich gesehen, dass der Martinez da ganz schön rasiert. Der ist der Top-Torjäger hier bei Leverkusen. Also müssen wir echt aufpassen. Ich bin gespannt, hier auch im Regen, man sagt ja, bestes Fußballwetter. Ich bin gespannt, ob sich das auch so zeigen wird. Spieltag Nummer 26, Werder Bremen gegen Leverkusen. Und damit geht es auf. Hier läuft es ja schon mal besser, hier in der Karriere, als im Real Life mit Werder Bremen. Aber hier nutze ich auch gute Spieler und nicht so Leute wie Yoya Osako. Also, wie dem auch sei, Anstoß jetzt für uns. Morales führt aus. Und damit geht es auf hier schön in die Partie. Ich komme aus einer kleinen FIFA-Pause mal wieder raus. Die letzte Episode ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Entschuldigt mich auf jeden Fall dafür. Aber ich gucke halt eben, wie gesagt, immer, dass ich so ungefähr 2 Folgen FIFA mindestens in der Woche rausbekomme. Was haben wir hier? Angel jetzt am Ball. Auch ein Torjäger bei denen. Kampel. Angel ist aber gut angeschlagen schon. Amiri. Bisschen der Taktgeber, bisschen der Geschwindigkeitsgeber hier bei denen. Kai Havertz, müssen wir auch aufpassen. Ist ja für viele Leute ein ziemlich großes Talent und so weiter. Angel kommt so durch. Havertz mit einem Superpass. Angel spielt nach hinten zurück. Havertz ist da wieder an den Ball. Toprak greift da so rein. Ist unfassbar, was dieser Toprak eigentlich für eine Stärke hat. Und jetzt kommen wir mit dem Konter. Bittencourt ist schnell. Retzos ist aber auch nicht gerade langsam. Schön den Lauf spielen. Da grätscht der Havertz den Ball so ab. Das ist halt eine Qualität, die so ein Kai Havertz halt eben auch hat. Also da müssen wir uns halt echt nichts vornehmen. Havertz hört auch nicht auf. Der ist jetzt absolut, der ist drin. Der ist absolut drin. Mit so viel Elan, mit so viel Sprint. Es gibt sogar tatsächlich Abstoß. Schön gemacht hier von Augustinsson. Havertz komplett überlaufen. Abstoß jetzt also für Pavlenka, der in der letzten Partie jetzt ja nicht gespielt hat. Hat eine kurze Pause bekommen. Und guck mal, wie viel Druck die Leverkusener machen. Schießt ihn mal lieber nach vorne, damit er nichts anbrennt. Das war nicht gut. Das war nicht gut, Pavlenka. Henrichs verliert auch den Ball gegen Correa. Martinez. Uiuiui. Pavlenka schön gemacht. Mit Ruhe. Ohne Druck in der Situation. Eljkovic wird ein bisschen bedrängt, hat aber auch ein bisschen Stärke. Schön Morales auf Kondogbia. Bier. Oben läuft Bittencourt, schön gechippt. Unten läuft Morales. Das war Abseits. Also das habe ich jetzt nicht gesehen, Freundchen. Das müssen wir uns nochmal eine Wiederholung hier anschauen. War das Abseits? Da unten läuft eine mit. Oh, das ist aber... Nee, Alter, das sieht doch kein Schwein. Das sieht doch kein Linienrichter der Welt. Was zur Hölle? Das ist ja knapper, geht's doch wohl kaum. Meine Güte, okay, alles klar. Ich weiß immer noch nicht, ob das tatsächlich richtig Abseits war. Wir müssen davon ausgehen, weil bei FIFA... Normalerweise, also es gibt auch hier und da natürlich Fehler, aber normalerweise kann man davon ausgehen, wenn es computergeneriert ist, dass es auch richtig ist. Aber darum geht es jetzt nicht. Cantwell zieht rein, schießt, aber das ist halt ein Schuss. Damit triffst du nur irgendeinen Ordner. Damit triffst du nicht das Tor. Also, wie gesagt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass wenn es computergeneriert ist, dass es auch wirklich so ein Abseits erkennt und so weiter, auch wenn es hier und da natürlich Fehler gibt, aber das ist eine Ausnahme. Aber das sah halt für mich nicht wirklich direkt nach Abseits aus. Naja, wird schon richtig sein. Egal. Bittencourt wollte da den Ball gewinnen, hat den Gegner anscheinend verletzt. Der Gegner liegt noch am Boden. Der hat sich anscheinend verletzt bei dem Zweikampf hier. Ja, das muss natürlich nicht sein. Fußball ist manchmal auch mit Härte verbunden, aber das ist natürlich blöd. Angel wird da von Van de Beek da am Trikot gezurrt. Das könnte noch eine gelbe Karte eigentlich geben vom Schiedsrichter am Trikot zurren. Nee, gibt's aber nicht. Okay, Martinez, der Ausführer dieser... Och, Havertz verletzt. Havertz verletzt. Wie perfekt ist das denn? Was ist das für ein Freistoß? Niemand weiß, wer den geschossen hat und warum er den so geschossen hat. Kai Havertz verletzt. Man sagt das normalerweise natürlich nicht, weil niemand wünscht mal eine Verletzung beim Fußball. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das spielt uns gut in die Karten. Rashica rennt auf den Außen.
am Flügel entlang. Schön gespielt von Henrichs. Rashica gegen Retzos. Retzos auf jeder Seite anscheinend vertreten. Oben ist Morales. Läuft rein. Morales! Morales! Komm schon! Ah, er vertänzelt da. Ich wollte gar nicht schießen. Ich habe da X gedrückt. Oder kommt das jetzt immer noch, weil ich das gerade eben so gespammt hatte? Meine Güte, Morales macht den nicht rein. Und auf einmal, er will den irgendwie mit dem Hinterkopf oder sowas spielen. Ich weiß nicht, was das war. Und dann ohne Probleme. Gibt's einen Eckball vielleicht? Nee, der war vorher schon im Aus. Oh, 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 oh. Erste große Chance für uns hier. Radetzky brauchte da überhaupt gar nicht, also weil Morales hat ihn mehr oder weniger angeschossen. Der brauchte überhaupt gar nicht irgendwie großen Heldentat oder so machen. Aber jetzt kommen wir wieder. Augustinsson. In der Mitte. In der Mitte ist Konokbia. Nein, Morales noch viel besser. Morales, das fasse ich nicht. Das fasse ich nicht. Vor allem, ich wollte eigentlich zu Konokbia. Ich habe sogar nicht nur nach unten einfach nur gedrückt, sondern auch so ein bisschen nach hinten links. Aber okay, dann halt eben nicht. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Augustinsson. Veljkovic. Van de Beek in der Mitte. Unten läuft Rashica. Van de Beek wieder. Van de Beek. Van de Beek. Ach, meine Güte. Da wollte er schön so schlänzen. Rein damit. Kimpembe jetzt am Ball. Da wollte ihn schön schlänzen. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber schöner Versuch an der Stelle. Dragovic mit Kimpembe. Nur ein bisschen rumgespielt. Correa. Auf Martinez. Der ist schnell. Toprak ist aber auch nicht langsam. Aber Martinez setzt sich da komplett durch. Lupfer von Martinez. Und das ist ein Tor. Oh, mein Gott. Ja, das ist halt aber auch ein Zuckertor dann. Und wie gesagt, so ein Martinez, ein absoluter Obertorjäger, der macht den halt eben dann so rein. Mit so viel Technik macht er den rein. Pavlenka kommt rausgesprintet, weil er sieht, dass die Verteidiger da nicht hinterhergerast kommen. Oh, und dann, ey, ohne Scheiß, unglücklich. Pavlenka auch nicht mit Großtempo. Martinez sieht es im richtigen Moment, sieht er, dass Pavlenka rausgesprintet kommt. Setzt den Lupfer, ne? Den Lupfer an. Ja, macht den dann halt eben rein. Was willst du da groß tun? Martin ist sehr schnell, da sehen wir es. 12 Tore in der Bundesliga geschossen, Topwert bei Leverkusen. Und jetzt nicht, wie ich das in der letzten Episode schon in den Titel geschrieben habe, jetzt nicht die Köpfe senken lassen. Wir dürfen hier eigentlich nicht mit der Niederlage rausgehen, sonst sind wir gefährdet für den 6. Platz. Außer dann sind wir tatsächlich, wenn wir verlieren, sind wir auf jeden Fall den 6. Platz los. Egal was passiert. Veljkovic rennt vorne mit. Veljkovic, nicht der typische Stürmer. Verliert auch den Ball. Kevin Kampel hat jetzt den bedrängt von Veljkovic. Veljkovic gewinnt aber leider den Ball nicht. Kai Havertz nicht mehr verletzt anscheinend. Wieder topfit. Kampel gegen Konokbia. Kampel versucht seinen Körper reinzustellen gegen Konokbia. Ist nicht die intelligenteste Art und Weise. Oh oh, Van de Beek kommt da leider nicht ran. Correa. Jetzt sehe ich schon wieder, ich krieg Flashbacks. Correa spielt nach vorne, das ist ja wohl absolut das Abseits. Das war kein Abseits anscheinend. Van de Beek, er weiß nicht wohin. Wohin soll Van de Beek spielen? Van de Beek, er wird irgendwie getunnelt vom Spieler. Das ist anscheinend auch noch Vorteil für den Gegner. Amiri, Grätsche von Henrichs führt ins Nichts. Amiri rennt einfach durch, spielt auf Angel und das ist ein 2:0. Was ist denn jetzt auf einmal? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist das denn? Angel sei schon der auch, aber Amiri kann einfach durchlaufen, wie er es gerade für lustig hält. Die Verteidigerlinie bei Werder Bremen überhaupt nicht wach, keine Ahnung. Da muss eine Halbzeit gleich ein Kaffee her. 2 Liter am besten. 2 Liter Kannen oder so. Für jeden einzelnen Spieler. Renn da einfach durch. Henrich gritscht komplett weg. Pavlenka fällt irgendwie komisch in die falsche Richtung mit rein. Keiner ist dann bei Angel. Dann ist das 2:0 halt eben da. Wenn Morales vorne die Dinger auch nicht reinmacht, die er da eigentlich zu 100% hätte machen können, und dann hier wieder den Ball so vertänzelt, ist heute nicht sein Tag anscheinend. Ja, Angel. Angel sei schon. Morales, schön gesehen. Rashica, renn doch mit. Er bleibt einfach stehen. Da muss halt Van de Beek angespielt werden. Veljkovic jetzt mit viel Platz. Veljkovic, Milos! Oh Gott im Himmel. Ich kann es nicht fassen. Es darf nicht sein. Mir wurde gesagt, in solchen Situationen soll ich öfter angeschnittene Schüsse benutzen. Warum schießt du nicht mit angeschnittenen Schüssen, sondern einfach nur blöd drauf? Jetzt mache ich das und jetzt sieht man das ja. Jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, er ist ja auch ein Veljkovic und kein Stürmer oder so. Aber ey, ich mache nur das, was mir erzählt wird. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein 100%-Ding nicht reingemacht. Zwar von Veljkovic, aber das muss auch ein Veljkovic reinmachen. Veljkovic, kommst du da ran? Schön gemacht. Bittencourt rennt oben. Ach, guckt euch mal Bittencourt an gegen Havertz. Schön durchgesetzt hier. Bittencourt. Ja, wohin? Weißt du, wohin? Konokbia rennt mit. Ach, er rennt wieder zurück. Warum? Ich stehe jetzt auf sehr offensiv. Ich habe so das Gefühl, dass keiner mitrennt, bis du auf sehr offensiv stellst. Sonst haben die Laufwege, da hältst du hier vom Kopf. Also, warte mal, was ist denn hier passiert? Veljkovic bitte dahin, Toprak dahin. Konokbia im Sturm? Ich glaube eher Van de Beek als Konokbia. Morales jetzt mit da vorne und dann machen wir es jetzt einfach so. Sehr offensiv. Mir ist das auch schon in der Karriere aufgefallen hier immer mehr und auch ein Kollegen von mir ist das aufgefallen, dass die Spieler nie mitrennen, außer du stellst halt wirklich auf offensiv oder sowas. Von daher mache ich das jetzt auch einfach mal. Kai Havertz da oben, der kann auch nicht mehr so gut sprinten. War auch Abseitsposition von Kai Havertz.
Wir kriegen einen Freistoß und vielleicht noch eine Chance, bevor es in die Halbzeit halt eben geht. Auch wenn ich gerne in die... nee, es gibt keine Chance mehr. Das müsste jetzt in die Halbzeit gehen. Der Schiedsrichter müsste jetzt eigentlich abpfeifen. Ah, der lässt noch ein bisschen spielen. Hat noch ein bisschen Spielraum anscheinend. Oder Pfeife vergessen. Henrichs, das war anscheinend ein Foul. Lässt er noch alles durchgehen. Wir sind gleich bei... Ach so, Minute 3 sind wir ja schon längst drüber. Minute 5 fängt gleich wahrscheinlich an. Martinez spielt ihn rein. Bitte klärt den. Korea schießt. Pavlenka, du Tier. 4,5 Minuten. Der ist jetzt 1,5 Minuten da drüber. Amiri führt den Ball aus. Kampel gegen Kondogbia. Kondogbia gewinnt da nicht den Ball. Kondogbia, was ist denn heute auch mit dir los? Da gewinnt er auch nicht den Ball. Augustinsson, Toprak kommt auch einfach nicht rein, obwohl alles richtig macht. Veljkovic. 6 Minuten Nachspielzeit. Das doppelt er jetzt schon. Er pfeift immer noch nicht ab. Flanke. Kondogbia kommt da immer noch nicht ran. Da haben wir es doch endlich. Meine Güte, was ist mit dem Schiedsrichter hier auf einmal los? Auf geht's in die Halbzeit. Leute, jetzt... Das ist langsam echt nicht mehr cool. Wie sieht's aus bei Frankfurt und bei Gladbach? Ach, die spielen noch. Oh, okay, die spielen noch heute Abend. Wir sind also, toll. Das heißt, wir können das jetzt hier nicht sehen in der Halbzeit. Schade nochmal. Ja, gefällt mir noch nicht so. Gefällt mir ehrlich gesagt noch gar nicht so. Kommt mir eher so vor, als würden sie, als würden die Bremer das für leichter empfinden, als es vielleicht ist. Ich pack Van de Beek mal nicht raus, aber ich pack Kondogbia mal raus, weil der gefällt mir hier im Spiel überhaupt gerade gar nicht. Ich pack Füllkrug dafür rein. Jetzt wird offensiv... Hohe Akzente werden da jetzt gefordert. Und ich will Eggestein sehen. Ich will Eggestein sehen. Bittenkurt macht das eigentlich super, aber ich will jetzt Eggestein sehen. Ich spüre es in meinen Jellies. Hier muss eine große Veränderung jetzt her. Und ich spüre es in meinen Jellies, dass Eggestein da jetzt etwas sehr, sehr Gutes und Großes hervorprovozieren kann. Ich spüre es einfach. Wir machen es jetzt einfach mal. Zweite Halbzeit geht damit los. Zweite Hälfte beginnt. Und jetzt hoffentlich haben wir allen unseren Spielern Kaffee gegeben, sodass die alle mal wach werden. Guck mal hier. Guck mal, Füllkrug, wie er schon am Kämpfen ist da. Schön. Lohnt sich schon richtig. Füllkrug kommt da leider nicht ran. Cantwell. Cantwell auf den Außen. Der kann den einfach behalten, den Ball. Der kann ihn einfach behalten. Martinez. Martinez. Da kommen wir auch nicht mit ran. Angel auf Korea. Aber Van de Beek ist da. Toprak. Schön zum Keeper wieder gespielt. Und jetzt machen wir es sicher. Jetzt machen wir es sicher. Jetzt machen wir es sicher. Oh mein Gott. Ich habe direkt weitergespielt. Amiri von hinten nimmt er den Ball ab. Moisander kommt da nicht ran. Amiri spielt in die Mitte. Toprak. Aber noch reaktionsschnell. Bei ihm hat der Kaffee gewirkt. Da kommen wir Morales ran. Van de Beek rennt schön mit. Unten läuft Rashica. Und, ach, ich hab das doch. Wir sehen es hier nochmal. Leverkusen muss als nächstes gegen Arsenal. Topspiel. Da wird er getunnelt hier. Füllkrug. Auf Veljkovic. Ja, schön. Ganz oben läuft Eggestein. Blöd gespielt, aber war auch aus der Drehung. Was willst du da groß machen? 53 Minuten mittlerweile. Und Bremen. Ah, Mann, Mann, Mann. Immer noch kein Angriff. Kimpembe. Amiri. Auf Cantwell oben. Veljkovic will da ran. Macht ein bisschen Druck. Kommt aber leider nicht an den Ball. Da auch nicht. Und jetzt spielen sie so ein bisschen halt eben hin und her. Seht ihr, sogar mit zwei Spielern haben wir dann den Passweg unterbunden. Aber trotzdem kommen sie irgendwie da ran. Schön hier nochmal gesehen, Van de Beek. Ganz oben läuft er. Morales. Morales, schön. Lauf weiter, lauf. Nein, 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 nicht so vertätzeln. Schön, Eggestein kommt rein, Eggestein schießt. Das ist viel zu, das ist immer auf den Keeper drauf. Ich hätte auch wieder passen können, klar und so. Aber Mann, Mann, Mann. So ein Eggestein, das ist ein gelernter Stürmer eigentlich gewesen. Hallo, 6 Sekunden sind schon längst vorbei. Radetzky, was machst du denn da? Wo ist der Schiedsrichter? Warum greift er hier nicht ein? Aber Hauptsache, es ist gegen uns dann meistens immer. Amiri, Martinez. Ganz unten steht er nochmal frei, aber hier stehen wir auch nochmal ganz sicher. Henrichs sieht oben Eggestein. Eggestein gegen Kimpembe. Kimpembe setzt seinen Körper ein und gewinnt das einfach. Eggestein gewinnt da den Ball weiterhin auch nicht. Kimpembe ein bisschen unter Druck. Radetzky jetzt auch. Auf Dragovic. Dragovic wird da ein bisschen unter Druck gestellt. Da kommen wir nicht ran. Kimpembe nimmt den Ball einfach. Guck mal, wie ruhig die da spielen. Die wissen ganz genau, die müssen hier nichts mehr anbrennen lassen. Ein 2:0 ausbauen müssen sie nicht unbedingt. 3 Punkte haben sie dann ja. Korea mit viel Platz. Aber Moisander macht das halt spitze. Macht das halt Weltklasse. Von hinten gegrätscht. Das ist eine Rot. Gib ihm eine rote Karte, Mann. Hallo, das ist ohne Chance auf den Ball. Er grätscht einfach von hinten rein. Gelbe Karte. Da kommst du aber noch glimpflich mit davon, ey. Kimpembe. Können wir nochmal eine Wiederholung davon sehen? Das will ich gerne sehen. Der ist ja nur auf die Gesundheit des Spielers gegangen. Guckt euch das mal an! Das ist eine rote Karte. Das ist nicht mal überhartes Einsteigen. Das ist kein Einsteigen. Das ist Verletzen ist das. Meine Güte, nochmal eins. Und dann werden wir hier wieder unter Druck gestellt. Nein, nein, nein. Ach, viel zu spät abgespielt. Ich habe viel früher gespielt. Korea. Jetzt geht alles vorbei. Martinez wurde auch tatsächlich ausgewechselt da bei Leverkusen. Amiri, schön dazwischen gegangen. Und guck mal, Rashica tut so, als wäre der Ball überhaupt nicht da. Und da machen sie so einen Fallrückzieher. Korea, Mitte durch. Poyapang. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Poyapanko oder so, der da eingewechselt wurde. Was weiß ich, irgendein Spielername, den man wieder nicht aussprechen kann. Amiri,
auf Kampel. Wir kennen das Spiel ja schon, aber Van de Beek macht das halt eben besser als, habt ihr gesehen, als Kondok Bia da. So, und jetzt bitte einen Konter aufziehen. Wir sehen drei Leverkusener vor unserer Linie. Van de Beek, renn einfach. Renn einfach. Keiner bietet sich dir an, aber naja, da musst du mit halt jetzt leben. Morales! Morales, schieß! Das gibt es nicht! Das ist ehrlich, das kann doch nicht wahr sein! Bitte einen Einwurf nochmal für uns. Wir wechseln jetzt nochmal. Das kann doch nicht wahr sein! Veljkovic, der fällt gleich um. Cuisance, warum nicht? Ist egal. Alles, jetzt irgendwie was mit Offensivpower bereiten kann oder sowas. Meinetwegen spielen wir gleich mit einer Kette. Hinten drin. Augustinsson, na, es kommt nochmal der Wechsel. Sieht da mal Rashica. Ich glaube, ich habe gerade eine Fliege verschluckt, bin mir nicht sicher. Füllkrug, in der Mitte ist Morales. Morales, Morales, klasse. Schönes Dribbling. Kurzer Pfosten, der grätscht einfach. Er grätscht im Strafraum. Wäre Morales jetzt wieder auf die Fresse geflogen, dann hätte es eine rote Karte, einen Elfmeter gegeben und ein Tor am besten. Toprak, kommst du da ran? Nicht ganz. Ich glaube, ich habe echt eine Fliege oder so verschluckt. Keine Ahnung, irgendwas ist mir gerade reingeflogen. Paul Jan Panko, schön abgewehrt. Cuisance steht dann da auch nochmal. Van de Beek, bitte. Schön, Eggestein. Renn bitte mit, Füllkrug. Du bist ein Stürmer. Was macht ein Stürmer? Der ist vorne im Angriff. Schön, Cuisance. Nein, nein. Aus der Drehung. Du musst dich doch nicht unbedingt drehen in so einer Situation. Moisander kommt da nicht ran. Da dreht sich einmal Correa und bleibt dabei an dem Ball. Guck mal, der dreht sich zweimal und bleibt dann zweimal am Ball. Henrichs. Komm auf, Füllkrug. Ach, Morales. Du kannst auch sprinten. Du hast noch Tempo drin, Mann. Einwurf für uns. Jetzt machen wir richtig Druck gerade bei Leverkusen. Jetzt machen wir auf einmal richtig Druck. Komm, Morales. Da siehst du nochmal den Van de Beek reinlaufen. Füllkrug. Füllkrug, dann wird einfach wieder den Ball weggenommen. Wir könnten gerade nichts tun. Wir versuchen gerade alles, aber es geht nicht. Und Correa steht komplett frei, weil wir alles hinten aufreißen. Weil wir alles nach vorne natürlich schicken. Jetzt machen wir so einen Tiki-Taka, machen sie da jetzt. Poyampampo, was auch immer, Kastanie. Auf den Außen. Komplett unbeschwert, flankt den rein. Ganz nach oben, Flügelwechsel auf Cantwell. Henrichs steht da nicht. Cantwell verliert auch nicht weiter den Ball gegen Henrichs. Aber jetzt hier. Schön, klasse. Oh, gut rausgespielt. Ich hatte gerade Schiss gehabt, dass er den Ball dann nochmal verliert. 87. Minute. Können wir vielleicht noch irgendwie einen Angriff hier raussetzen? Komm, zwei Leute rennen da. Füllkrug. 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 Nimm den Ball. Nimm den Ball. Nimm den Ball. Nimm den Ball. Da ist doch alles möglich. Nimm doch den Ball. Nimm doch den Ball. Sei doch nicht so bescheiden. Egal. 2:1. Komm, jetzt ist noch alles möglich. Ich möchte alles überspringen jetzt hier. Niklas Füllkrug. Gut, dass wir ihn eingewechselt haben. 89 Minute. Wir haben vielleicht noch die Chance. Auf ein Unentschieden. Immerhin ein Punkt. Oh, spielen die jetzt so? Weil die echt nichts mehr anbrennen lassen wollen oder was? Baumgartlinger. Verliert nicht den Ball. 2 Minuten Nachspielzeit gibt's nur. Das ist nicht gut. Correa. Verliert hier den Ball gegen Moisander. Henrichs. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Eggestein. Morales rennt mit. Morales rennt so durch. Morales rennt so durch. Unten ist er. Nein, doch nicht da. Oh mein Gott. Was? 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 Das war ein Schuss. Das ist so frech. Das habe ich noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Ich bin übelst geschockt. Ich bin übelst geschockt. Der geht in die Geschichtsbücher ein. Vor allem wurde... Warum wurde Füllkrug nicht angespielt vom Spiel? Warum nicht Füllkrug? Warum hat sich das Spiel FIFA dazu entschieden, ich leg den jetzt ganz nach unten, da wo Rashica ist? Ich habe minimals den Knopf angedrückt. Ich fass es nicht, ich fass. Und dann kommt so ein Schuss. Das hätte unentschieden sein können. Das hätte das unentschieden sein können. Ja, wenn das Spiel nicht will, dass du gewinnst oder irgendwie ein Tor schießt, dann hast du auch keine Chance. Weil dann will das Spiel das halt eben nicht und dann zeigt es dir auch, dass du es nicht willst. Jetzt haben wir hier 2:1 verloren, obwohl wir am Ende richtig noch gekämpft haben. Ich möchte überhaupt gar kein Interview, ich möchte einfach weiter. Das ist doof, das will ich mir nicht antun. Wir sehen hier aber nochmal Dortmund gegen Schalke muss ran. Das finde ich auch irgendwie ganz krass. Dortmund gegen Schalke, natürlich einer der heftigsten Derbys in der gesamten Bundesliga-Geschichte. Dementsprechend, das könnte natürlich nochmal eine richtig heftige Partie geben. Ich möchte, trifft beim 2:1-Sieg, ach komm. Lass uns einfach in die Spielerentwicklung hier reingehen, lass uns einfach ein bisschen die Spieler hier hochpushen. Super geile Benotung hier wieder, B, C, A, C, C, super. Das heißt, die knallen wir auch nochmal nach oben, den Piotrowski und den Szymanski da. Und wir sind jetzt auf dem 8. Platz. Wir sind jetzt tatsächlich auf dem 8. Platz. Wir haben sie denn unentschieden gespielt, wenn ich das richtig sehe, oder? Haben die ein unentschieden gespielt, sehe ich das richtig? Ja, 2:2 gab es da. BVB schießt Schalke 3:0 ab. Uiuiui. Schalke in der Krise. Platz 14 sehen wir da unten, ja. Oh, und Gladbach ist jetzt halt auf dem 6. Platz und Frankfurt auf dem 7. über uns. Oh, 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 oh. Naja, das lief halt nicht so, wie wir es wollten. Obwohl es eigentlich ein gutes Spiel war, wollte es einfach nicht sein. Und dann durfte es halt eben auch einfach nicht sein.
ist ja auch egal. Wir müssen uns jetzt halt eben konzentrieren, dass wir halt eben gegen Freiburg dann ein gutes Spiel haben, dass wir gegen Freiburg dann auch ein besseres Spiel abliefern. Was haben wir hier nochmal? Achso, für Nationalteam, genau. Gruev ist bei Bulgarien tatsächlich, dass der auch wirklich eingesetzt wird da vom bulgarischen Trainer. Wahrscheinlich hat er keinen anderen Spieler, weil Gruev spielt ja tatsächlich nie bei uns. Oh, was haben wir hier von Pizarro? Der will sich ein bisschen beschweren, oder was? Ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form, fühle mich wohl. Ich hoffe da, dass ich gegen Freiburg nicht auf der Bank sitzen werde. Sagen wir mal, okay, ich denke darüber nach. Sagen wir es mal so. Das Team steht noch nicht fest. Genau, ich werde das nochmal eben entscheiden, ja. Also ich werde ihn vielleicht dann auf die Bank setzen und einwechseln oder so. Das müsste ihn eigentlich auch glücklich stimmen. Aber das wird erst in der nächsten Episode dann erstmal, wird sich das erst in der nächsten Episode zeigen. In der nächsten Episode müssen wir ran gegen Freiburg, wie schon gesagt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit von der Partie. Haut da rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Kostin, Kuskin, bye, bye. Macht es gut.